vom Heft Nummer 5 von der vertieften Jüngerschaft, die Endzeit. Und heute die Lektion Nummer 5, Einleitung zur Offenbarung und die Entrückung der Gemeinde. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17. Einleitung zur Offenbarung. Okay, die Kapitel 1 bis 3 von der Offenbarung, vom Buch der Offenbarung, hatten wir schon beim Bibelpanorama studiert. Das heißt, das hatten wir schon im letzten Quartal studiert, Kapitel 1 bis 3. Ja, warum diese Teilung? Ne? Weil die Kapitel 1 bis 3, dort geht es um Gegenwärtiges, das heißt um die Gemeinden, das, was heute so los ist. Und deswegen haben wir es früher studiert und heute geht es ab dem Kapitel 4. Das heißt, ich mache diese Einleitung okay, über das Thema Buch der Offenbarung. Lass mich ein bisschen darüber reden. Interessant, dass ich hier diesen Satz geschrieben habe. Seine Kernbotschaft ist die gleiche als von allen anderen Büchern der Bibel. Ne? Würdet ihr sowas, euch sowas vorstellen, dass ne, das Buch der Offenbarung das gleiche Thema hat als alle anderen Bücher der Bibel? Ja, Jesus Christus zu Offenbarung, zu offenbaren. 1. Mose, ne? 2. Mose, 3. Mose, alle Bücher der Bibel haben das Ziel, Jesus Christus zu offenbaren. Und in diesem Fall, das heißt, das Buch der Offenbarung offenbart Jesus, zeigt uns Jesus aus einer anderen Perspektive. Das hatte ich schon kommentiert, ne? Im letzten Quartal, aus einer anderen Perspektive. Weil in alle anderen Bücher der Bibel wird Jesus so meistens als der Gekreuzigte, der Leidende, ne? Der Diener und ja, manchmal auch der Verstandene. Aber hier wird er als Richter der ganzen Erde gezeigt. Und hier der nächste Satz ist auch so, zusammenfassend, die Lehre der Endzeit schenkt uns die Gewissheit, dass jedes Knie sich vor ihm beugen wird und erkennen, dass er der Herr ist. Ne, ganz klar, diesen Vers kennen wir, jedes Knie wird sich beugen. Aber das lesen wir auch in Jesaja 45, Philipper 2, 10 und auch in Offenbarung 15. Jedes Knie wird sich beugen. Diese Botschaft ist ganz, ganz wichtig im Buch der Offenbarung und wenn wir so das Thema Endzeit reden. Johannes war überwältigt, als er Jesus sah. Ja, Johannes, ne, ein Jünger Jesu, der 3 Jahre lang oder mehr als 3 Jahre mit Jesus gelaufen ist, gegangen ist, erlebt hat, er war überwältigt. Er ist hingefallen, als er Jesus gesehen hat. Gürtel aus Gold, Haare weiß wie Schnee, Augen wie Feuer, Beine wie Bronze, sehr starke Stimme, ein Schwert ging auf seinen Mund, sein Gesicht strahlend wie die Sonne. Ja, ganz klar, das war ein, ne, nicht ein anderer Jesus, logischerweise gibt es nur einen Jesus, aber man sieht hier Jesus als König, als Richter, als Sieger, als Herrscher des Universums. Da sieht er schon völlig anders aus. Ne? Er ist zu einem, sagen wir so, einem neuen Stadium angekommen. Zu einer neuen Gestalt, wo seine Macht ganz sichtbar ist.
Er hinterlässt den Eindruck, dass er durch sein Aussehen absichtlich beeindrucken möchte. Ja, okay, klar. Jesus möchte zeigen, dass er mächtig ist, dass er der Richter des Universums ist. Er möchte das zeigen. Er möchte, dass wir erkennen, dass wir beeindruckt sind. Wenn wir jetzt eine ganz tolle Sache sehen, dann werden wir beeindruckt. Eine ganz schöne Sache oder eine sehr grandiose Sachen, werden wir beeindruckt. Und auch hier wurde Johannes beeindruckt, war Johannes beeindruckt. Und genau das möchte Jesus, dass wir beeindruckt sind. Deswegen, wenn wir jetzt singen, ich sehe den König kommen, mächtig und in Herrlichkeit, das heißt, dieser starke Eindruck, nicht mehr dieser Jesus, der als Mensch auf die Erde war, auf Erden war und gegangen ist als Mensch und gestorben und so weiter, sondern ein Sieger, ein Held, ein Krieger, wie wir sehen werden, wenn Jesus wiederkommt. Warum ist das Buch der Offenbarung gut? Hier drei Punkte. Geht das Thema Endzeit systematisch an? Das kann ich laut sagen, weil ich hier das Buch der Offenbarung ganz genau studiert habe in dieser Zeit, wo ich dieses Heft vorbereite. Und das ist wirklich systematisch, wie das Buch der Offenbarung die verschiedenen Themen, die verschiedenen Zeitspannen in der Reihenfolge bespricht, obwohl da wir uns vertiefen müssen. Ich kann nicht einfach sagen, okay, lies das Buch der Offenbarung und es erzählt vom Tag 1 bis zum Tag 1000 oder so der Reihe nach ganz genau. Nee, okay, so ist es auch nicht. Aber es geht das Thema systematisch an, das Thema Endzeit und nennt viele Details. Ja, weil, wie gesagt, das Thema Endzeit wird besprochen in ganz, ganz vielen Büchern der Bibel, wie jetzt Daniel oder Matthäus und Hesekiel und Jesaja und so weiter. Aber da werden nicht so viele Details besprochen wie Offenbarung. In der Offenbarung, da verbreitet der Apostel Johannes oder er bekommt Offenbarungen, die jetzt detailreicher sind als die Offenbarungen von den anderen Propheten und von Jesus. Punkt Nummer 3 liegt am Ende der Bibel, zeigt auf die Zukunft, analog zu 1. Mose, das am Anfang liegt, das auch die frühen Anfänge zeigt. Auch das hatten wir besprochen, als wir Offenbarung studiert haben im letzten Quartal. Aber das ist einfach sehr interessant, dass das Buch der Offenbarung zeigt nach vorne, zeigt auf Sachen, die noch nicht da sind. So ähnlich wie 1. Mose auf Sachen zeigt, die sehr hinten liegen, sehr in der Frühzeit und so weiter. Und das ist interessant im Buch der Offenbarung. Deswegen ist das Buch der Offenbarung auch so wichtig für uns, dass die Bibel dann einen Anfang und ein Ende hat. Das heißt, die Zeiten, die ganz frühen Zeiten werden besprochen am Anfang und am Ende die Zeiten, die noch nicht da sind. Offenbarung zu studieren ist kein Spaziergang. Man muss aufmerksam jedes kleinste Detail betrachten, grammatikalische Zeiten der Verben, wer redet und so weiter, einfach alles. Offenbarung ist ein schweres Buch. Ich selber kann das bezeugen aus meiner Erfahrung. Ich hatte lange Zeit Berührungsängste mit dem Thema und ja, Gott sei Dank hat der Herr mir aufs Herz gelegt, dieses Thema zu besprechen, Endzeit. Ich wurde quasi dazu gedrängt, sozusagen, weil, warum habe ich dieses Thema gewählt? Weil ich mich beschäftigt hat, ganz am Anfang, bevor ich diese Jüngerschaftshefte vorbereitet habe, angefangen habe, die zu bereiten.
die Frage gestellt, welche sind die Themen, die eine Person, die zum Glauben gekommen ist, kennen muss, die die braucht. Ne? Und da habe ich Listen und Listen von Themen, das heißt über die ganze Bibel geschaut, welche sind die wichtigsten Themen der Bibel und so weiter. Und ja, Thema Endzeit ist einfach ein total wichtiges Thema. Und obwohl es, ich sage mal so, ich habe es schon gesagt, mich nicht persönlich so viel anspricht, aber das ist einfach ein Thema, was präsent ist. Total präsent ist im Alten und im Neuen Testament. Wir müssen darüber reden. Und okay, es ist ein schwieriges Buch. Das kann man nicht so lesen, wie man jetzt einen Roman liest oder die Tageszeitung. Ne? So kann man das nicht machen. Sondern man muss hier wirklich jedes Detail analysieren. Jedes Wort, jedes Verb. Alles müssen wir mit Geduld nachdenken. Ich selber habe solche Vorträge, wie ich heute halte, sehr oft gehört. Ne? Kassetten und CDs von Predigern und Lehrern über dieses Thema sehr, sehr viel gehört. Und da musste ich 10-mal das hören, damit ich, ne, verstanden habe. Und wenn man, ne, so ist es bei mir. Am Anfang habe ich gar nichts verstanden und dann, nachdem ich 10 Predigten gehört habe, habe ich 5% verstanden, aber da ging es immer schneller. Wenn man sagen wir so die Grundlagen versteht, den Grundriss, dann geht es viel, viel schneller. Deswegen auch Bibelpanorama, Grundriss. Wenn wir den Grundriss verstehen, dann ist alles leichter. Und so auch mit der Offenbarung. Wenn wir den Grundriss verstehen, wird alles leichter. Und die Offenbarung verwendet auch viele Bilder und Symbole. Und ja, sehr oft benutzt auch das Buch der Offenbarung den Ausdruck gleich. Ich sah einen Mann mit Füßen gleich Bronze. Gleich. Das heißt, ja, da sollen wir aufpassen, dass wir nicht sagen, das war Bronze, sondern gleich. Ne? Das heißt, wir müssen kapieren, dass hier oder in sehr, sehr vielen Stellen vom Buch der Offenbarung Johannes Vergleiche benutzt. Ne? Ich sah die Stadt mit Mauern wie Glas. Ne? Wie. Das heißt, nicht aus Glas, sondern wie Glas. Ne? Oder aus Gold wie Glas. Das heißt, ne, aus Gold wie Glas, ne, ist, das heißt, es ist ein Widerspruch. Ja, Gold ist nicht aus Glas. Gold ist ein Metall, Glas ist eine andere Substanz. Aber deswegen sagt er, wie Gold wie Glas. Das heißt, er versucht uns näher zu bringen an das, was er gesehen hat. Und solche Worte wie es gleich oder wie tauchen sehr oft. Da müssen wir, ich sage mal so, das wirklich im Hinterkopf behalten. Nicht sagen, es war so, sondern es war ähnlich. Es war, ne, da hat er benutzt einen Gegenstand, den wir kennen, damit wir eine Ahnung bekommen von das, was er gesehen hat. Vorsicht wird geraten, um nicht in Spekulationen zu fallen. Ne, spekulieren, das tun viele, die sagen, oh, das bedeutet das und jenes bedeutet jenes und so weiter. Aber nur die Bibel ist berechtigt, ihre eigenen Symbole auszulegen. Und die Symbole der Offenbarung, ne, das kann ich sagen, weil ich mich schon seit mindestens ein Jahr mit dem Thema beschäftigt, jetzt intensiv, vorher auch beschäftigt, diese ganzen Predigten. Und da kann ich sagen, dass wirklich alle Symbole, auch der Offenbarung, woanders in der Bibel auftauchen. Deswegen, wenn wir irgendein Symbol in der Offenbarung nicht verstehen, was sollen wir tun? Nicht spekulieren, nicht denken, oh, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Nein, mal schauen in anderen Texten der Bibel, was, wie dieses Wort dort benutzt wird. Ab diesem Punkt lehnt sich dieses Lehrmaterial an das Buch der Offenbarung an, als Leitfaden der Reihenfolge und Inhalten der Themen. Ja, wichtig, weil bis jetzt, alles, was wir bis jetzt hatten, war Einleitung, war
das Drumherum. Und ab jetzt geht es um die Reihenfolge. Die Reihenfolge der Endzeit. Zuerst wird dies geschehen, danach wird jenes geschehen und so weiter. Und danach das und das und das. Das heißt, die Reihenfolge der Endzeit. Alles, was wir bis jetzt hatten, war ein wichtiges Thema, die damit zu tun haben. Aber ab jetzt geht es um den Kern der Sache. Ab wann ist das Buch der Offenbarung nützlich? Hier so eine, ne, so eine Kuriosität, weil ja, wie Gott die Sachen so macht. Das heißt, Gott hatte Daniel gesagt, hier Daniel 12, 9. Wolfgang, würdest du bitte diese zwei Verse lesen? Er sprach, ich bin Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zu Ende, bis zum beides Endes. Daniel 2, 12, 9. Und er sprach zu mir, versiegel die Worte der Weissagung. Diese ist nicht, denn die Zeit ist neu. Offenbarung 22, 10. Ganz klar, das heißt ganz klar im Sinne von interessant, ne, warum hier Gott zu Daniel sagt, versiegele die Worte, versiegele diese Worte, versiegele diese Worte. Ne, man fragt sich ja, warum steht dann dieser Vers im Buch Daniel und im Buch der Offenbarung ist die Antwort. Da ist die Antwort. Die Antwort heißt, ja, weil die Sachen, die da drinstehen, zu einer Zeit bestimmt sind, die sehr weit weg liegt. Ne? Und hier im Vers der Offenbarung steht, ja, versiegele die Worte nicht, weil die Zeit ist nahe. Und warum sollte Daniel sie versiegeln? Ja, weil die Zeit sehr weit war. Versteht ihr? Sehr interessant. Und wann wurde, ne, Daniel geschrieben? Wurde 500 Jahre vor Christus geschrieben. Und Offenbarung wurde 90 Jahre nach Christus geschrieben. Und das Buch der Offenbarung ist für uns heute gültig, weil wir leben in dieser Zeit. Wir leben in der Endzeit. Ja, aber jetzt meine ich nicht nur wir, die im Jahr 2019 leben, sondern alle, die nach Christus gelebt haben. Alle, die nach Christus gelebt haben, die leben in der Endzeit. Ne? So wird die Zeitspanne genannt, in dem alles geschah nach Jesus. Jetzt ein ganz wichtiges Thema. Jetzt fangen wir wirklich an mit dem Thema Endzeit. Und das Thema ist Entrückung. Entrückung. Was ist Entrückung? 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17 hatten wir vorher gelesen. Ja, diese Verse, die fassen das zusammen. Wenn Jesus kommt vom Himmel herab, dann werden die Toten auferstanden zuerst und dann die noch lebend sind, zusammen mit ihnen, das heißt mit den Auferstandenen, entrückt in Wolken. Zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Das ist ganz wichtig, dass wir das hier verstehen. Entrückung ist das, ist ein Moment, wo die, ich wiederhole das einfach mal, die schon gestorben sind, die an Jesus geglaubt haben, auch verstehen werden. Das heißt, da werden die plötzlich erscheinen, wie zum Beispiel als Jesus auferstanden ist, geschah das Gleiche. Einige Leute, die an Jesus geglaubt hatten, als Jesus gelebt hatte, sind auferstanden. Das heißt, die sind erschienen, die liefen auf der Straße. Leute, die noch vor ein paar Tage oder Monate tot waren, gestorben waren. Okay, ja, in der Zeit, wo Jesus gepredigt hat, hatten sie sich bekehrt. Und jetzt wird es geschehen, das heißt, bei der Entrückung, plötzlich werden wir sehen, Leute, die vor 10, 100, 500, 1000 etc. Jahre gestorben sind, werden dann auf der Straße laufen. Ja? Aber das wird sehr ganz schnell sein. Da wird kein, ne, wenn ihr seht, euer Großvater auf der Straße laufen oder so, dann wisst ihr in der nächsten Sekunde, ne, da geht's rauf. ne? Ja, weil dann werden wir
verwandelt, unsere Körper werden verwandelt. Na, warum werden unsere Körper verwandelt? Weil die Auferstandene, die haben einen anderen Körper, einen ewigen Leib. Und wir werden auch diesen Leib bekommen, indem unser tödlicher, sterblicher Leib verwandelt wird in einen unsterblichen. Und dann geht es hoch. Dann werden wir entrückt. Das heißt, wir werden quasi wie sozusagen mit einem Magnet, imaginären Magnet oder ich weiß nicht, mit einem, mit einer unsichtbaren Drohne nach oben, schweben, uns mit Jesus in der Luft, das heißt über den Wolken, zu treffen. Das steht 1. Thessaloniker 4, 16 bis 17 ganz klar. Das ist die Entrückung. Und wo geht's hin? Es geht zum Richterstuhl und zur Hochzeit des Lammes. Das sind diese zwei Ereignisse, die geschehen, während hier auf der Erde das, was wir letzte Woche studiert haben, die siebte Woche Daniels. Die siebte Woche Daniels, das ist die Trübsal, andere sagen Drangsal. Ja? Während hier auf Erde die Drangsal geschieht, werden wir sein mit Jesus im Richterstuhl und in der Hochzeit des Lammes, in diese sieben Jahre. Betty, würdest du bitte hier diesen Vers lesen? Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Johannes 14, Vers 3. Ja, wir werden sein mit Jesus, wo er ist. Halleluja, damit wir mit ihm für immer bleiben. Deswegen heißt es auch Hochzeit des Lammes, werden wir später studieren, was das bedeutet. Für immer vereint, für immer wirklich vereint. Weil jetzt, okay, sind wir schon vereint mit Jesus, weil sein Geist in uns wohnt. Aber wir sehen Jesus nicht, er ist nicht gegenwärtig. Und das wird sich ändern. Wir werden für immer in seiner Gegenwart sein. Für immer werden wir ihn sehen. Für immer werden wir in seiner Stadt wohnen. Obwohl das jetzt auch teilweise im übertragenen Sinn ist. Wir werden mit ihm sein, wir werden in seiner Nähe sein. Bevor die Gerichte Gottes auf die Welt fallen, wird Jesus seine Nachfolger zu sich holen, um sie zu beschützen. Ähnlich wie bei Lot und Noah. Wolfgang, würdest du bitte diesen Vers lesen? Ah, Tatjana, hast du noch nicht gelesen? Entschuldigung. Ebenso ging es auch in den Tagen Gottes zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertiegelte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Lukas 17, 28 bis 30. Und lese bitte auch den nächsten, Tatjana. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. An Abend oder zu Mitternacht oder um den Fahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafenden findet. Markus 13, 35 bis Vers 36. Diese zwei Verse wollen uns bestimmte Sachen beibringen. Den ersten Vers, wie das geschehen wird. Entrückt, das heißt, Jesus holt uns ab, wie die Engel Lot abgeholt haben, damit die Strafe fallen konnte. In jedem Fall, im Fall von Lot, auf Sodom und Gomorra. Und in unserem Fall, Jesus holt uns ab zu sich, damit Gott die Welt bestrafen kann, säubern kann. Da werden wir alles studieren später, was diese Strafen sind, diese Posaunen und
Und die Schalen und so weiter werden wir alles sehen. Die Strafe Gottes. Ne? Deswegen holt uns Gott ab, auch ähnlich wie Noah. Ne? Noah auch, der gleiche Fall. Gott hat Noah gerettet und die Welt zerstört. Auch so ein Fall. Und so ähnlich holt uns Jesus ab, um uns zu bewahren, logischerweise. Das heißt, Gott will nicht seine Diener bestrafen. Deswegen muss er sie abholen, um die anderen, um die Sünder zu strafen können. Die Entrückung ist das nächste Geschehen, das wir erwarten, was plötzlich eintreten wird. Ganz wichtig, ne, weil das, die Wiederkunft Jesu erwarten wir für jeden Moment. Das kann jeden Moment passieren, das kann in der nächsten Sekunde sein. Ne, kann sein. Und ne, so erwarten wir die Wiederkunft Jesu. Wir, ne, wenn Jesus dann das gemacht hat, auf die Wolken gekommen und uns zerrückt hat, wenn er das gemacht hat, dann werden alle wissen, okay, jetzt ist die Endzeit, jetzt sind die letzten 7 Jahre der Herrschaft des Bösen auf der Welt. Ja? Werden alle das wissen und da gibt es nichts mehr plötzlich, da gibt es keine Überraschung mehr. Wer die Bibel kennt, wer sich nicht bekehrt hat, aber die Bibel kennt, der wird wissen, was los ist. Da wird es keine Überraschung mehr geben. Aber wir erwarten eine Überraschung. Das heißt, einen plötzlichen Moment, wo wir nicht warten und dann kommt Jesus. Einige biblische Argumente für die Entrückung. Christi Wiederkunft geschieht nicht auf einen einzigen Augenblick, sondern erstreckt sich auf eine Reihe von Ereignissen am Ende der Weltgeschichte, was mit der Entrückung anfängt. Ja, das müssen wir jetzt wirklich uns unter der Zunge zergehen lassen. Christi Wiederkunft ist nicht so eine Sache, ne, die jetzt in einer Sekunde passiert und fertig, Jesus wiederkommen und Schluss. Nein, die Wiederkunft Jesu ist ein Prozess, was 7 Jahre dauert und mit der Entrückung anfängt. Ne, es gibt Leute, die sagen, ja, aber kommt dann Jesus zweimal zurück? Ne? Nein, er kommt nicht zweimal zurück, weil hier er bei der Entrückung nicht ganz zurückkommt. Das heißt, er kommt nicht und stellt seine Füße auf die Erde, sondern er kommt nur bis zu den Wolken und geht, ne, wieder zurück zum Himmel. Das heißt, er kommt nicht wirklich auf der Erde an. Und deswegen sage ich das. Die Wiederkunft Jesu ist ein Prozess, was damit anfängt. Und die Jünger Jesu, die wussten das. Die wussten, dass, ne, die Wiederkunft Jesu nicht einfach eine Sache ist und die passiert und fertig, sondern dass es mehrere Geschehnisse sind im Laufe einer Zeitspanne. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Wolfgang, ne? Ja. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Matthäus 24,3. Ne, die Jünger fragten Jesus, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Welt sein? Das heißt, die Jünger Jesu wussten das. Ja, aber woher wussten die das denn? Ja, weil Jesus denen das beigebracht hat. Es gibt verschiedene Momente. Eines nennen sie deiner Wiederkunft und das andere des Endes der Weltzeit. Ja, zwei Momente und genau so was passiert. Jesus wird wiederkommen, das heißt, er kommt, aber nicht mit den Füßen auf der Erde, sondern nur bis zu den Wolken. Er fährt wieder zum Himmel und dann geschieht das ganze Chaos hier auf der Erde. Ja, und irgendwann geschieht dann auch das Ende der Weltzeit. Die Jünger wussten, dass es so ist.
Und das merken wir auch an der Art und Weise, wie das Buch der Offenbarung die Ereignisse erzählt. In den ersten drei Kapiteln ist das Thema die Gegenwart. Habe ich schon zweimal gesagt. Und ab dem Kapitel 4, da wird die Gemeinde gar nicht mehr erwähnt. Wir lesen Offenbarung von 4 bis 18, da wird die Gemeinde nicht genannt. Und in den Kapitel 1 bis 3, da wird ständig die Gemeinde genannt. Da merken wir, dass da irgendwas passiert ist zwischen dem Kapitel 3 und dem Kapitel 4. Eine große Änderung. Und was ist dann diese Änderung? Diese Änderung wird symbolisiert anhand von dieses Ausdruckes. Kapitel 4, Vers 1. Komm hier herauf. Jesus ruft Johannes und sagt, komm hier herauf. Und dieser Vers, der symbolisiert die Entrückung. Wir heraufgehen zu den Wolken, zu Jesus. Sie beendet die Zeitspanne der Gemeinde. Die Entrückung ist das Ende der Zeitspanne der Gemeinde, was in der Bibel genannt wird Zeit der Heiden. Sehr interessant, ne? Die Zeit der Heiden muss erfüllt werden, muss beendet werden. Die Zeit, wo der Glaube wo Gott die Heiden, das heißt die Heidenvölker, eingeladen hat zum Glauben. Und jetzt, in den letzten 7 Jahren, werden auch viele, viele eingeladen zum Glauben, aber da ist eine Zeit, wo Gott die Juden zur Bekehrung rufen will, dass sie Jesus als Messias erkennen. Ja, die Entrückung ist so ein problematisches Thema. Ich sage ein problematisches Thema. Weil, lass mich mal anders anfangen und sagen, die Endzeit ist ein problematisches Thema. Deswegen hatte ich, sagen wir so, bestimmte Berührungsängste mit dem Thema Endzeit, weil ja einige Leute immer sich gestritten haben über dieses Thema, immer sich gestritten haben, diskutiert. Und ich habe gedacht, ja, warum so viel diskutieren, ne? Es wird gar nichts ändern. Wir können hier 1000 Tage diskutieren und es wird nicht ändern, ne? Wenn wir diskutieren, wird nicht Jesus später oder früher kommen, weil wir über dieses Thema diskutiert haben, ne? Das heißt, warum dann diskutieren? Aber indem ich das hier studiert habe, habe ich gemerkt, dass diese Diskussionen, die so viele Geschwister immer führen, immer sich um ein einziges Thema dreht. Ein einziges. Die ganzen 20 verschiedene Themen, die verbunden sind mit dem Thema Endzeit, die sind, ich sag mal so, von allen akzeptiert, ganz normal. Nur ein einziges Thema wird brennend diskutiert. Und das ist die Entrückung. Fast alle Christen sind sich bei drei Tatsachen einig. Eins, es wird in der Zukunft eine Trübsal stattfinden. Jesus Christus wird ein zweites Mal wiederkommen und es wird eine Entrückung stattfinden. Alle sind sich einig. Niemand sagt, Entrückung wird es nicht geben oder Jesus wird nicht wiederkommen. Okay, es gibt einige, die so weit gehen. Ich sage mal so, vielleicht 1% der Christen, die sagen, ja, Jesus wird überhaupt nicht wiederkommen oder so. Die Paulus auch in 1. Korinther 15 diskutiert. Viele haben gesagt, Auferstehung wird es nicht geben. Dann diskutiert Paulus darüber. Das heißt, damals gab es schon Leute, die die Sachen in Frage gestellt haben. Und heute gibt es auch Leute, die sagen, ja, ich glaube nicht, dass Jesus wiederkommt oder so. Aber das sind, das ist eine Minderheit, weil es auch völlig unlogisch ist. Das heißt, Paulus fragt sich, ja, wenn Jesus, wenn wir nicht auferstehen werden, ja, warum sind wir dann Christen? Und das Gleiche gilt für die Endzeit. Wenn es die Endzeit nicht gibt, wenn Jesus nicht wiederkommt, ja, warum sind wir dann Christen? Ganz logisch. Aber die Diskussionen um dieses Thema, warum streiten sich so viele über Thema Endzeit? Ja, wegen dieser drei Theorien, die jeder verteidigt. Einer verteidigt den sogenannten Prätribulationismus,
der andere verteidigt den Mitteltribulationismus und der andere verteidigt den Posttribulationismus. Und dann streiten sich, die Meinungen gehen auseinander und der eine sagt, die Entrückung wird geschehen vor dem Beginn der Trübsal. Der Trübsal heißt auf Lateinisch Tribulation und deswegen Prätribulationismus, das heißt vor der Tribulation. Mitteltribulationismus sind die Leute, die die Idee verteidigen, dass die Entrückung geschehen wird nach den 3,5 Jahren, mitten in der Tribulation. Und die verteidigen die andere Position, die Posttribulationismus, die sagen, dass die Entrückung am Ende der Trübsal geschehen wird. Ja, versteht ihr? Das sind die drei Positionen. Und dann streiten sich die Leute. Und einer sagt, Prätribulationismus, das ist das Beste. Andere sagen, Mitteltribulationismus ist richtig und so weiter. Und dann streiten sich und so weiter. Da kann ich nur den Kopf schütteln und sagen, ja, wie gesagt, was bringt das? Lohnt es sich wirklich so viel darüber zu diskutieren? Es kann uns helfen, den Ausmaß dieser Auseinandersetzung im Blick zu behalten, wenn wir das Thema Endzeit als Ganzes betrachten. Wenn wir die großen Themen auflisten, bemerken wir, wie vielfältig das Thema ist. Werfe einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis zum Beispiel. Okay, leider habe ich das Inhaltsverzeichnis noch nicht. Aber okay, es sind 13 Lektionen. Wir sind an der Lektion Nummer 5. Und dann könnt ihr euch schon vorstellen, wie viele verschiedene Themen wir studieren werden. Das sind 13 Stunden, wenn wir ja jede Woche eine Stunde studieren, 13 Stunden. Und das Thema Entrückung, eine Stunde oder weniger als eine Stunde werden wir dieses Thema studieren. Und da gibt es noch 12 andere Themen, die wir studieren. Oder noch mehr als 12. Es gibt Tage, wo wir 2 oder 3 Themen studieren werden. Es gibt so viele Themen, die damit verbunden sind. Und warum streiten sich die Leute nur um dieses einzige? Dann merkt man, dass es völlig überbewertet wird. Dass dieses Thema überbewertet wird. Anstatt die Leute über die neue Jerusalem zu reden, was ein ganz tolles Thema ist, oder dann über Harmagedon, was ein ganz schreckliches Thema ist, aber sehr wichtig, auch sehr wichtig, weil Jesus dann siegen wird über den Antichrist und so viele andere Themen, die total interessant und wichtig sind, die mir so begeistert haben, weil ich bin total begeistert jetzt von das Thema Endzeit, ich sage mal begeistert von solchen Sachen wie jetzt die neue Jerusalem, das ewige Zustand und wie es toll sein wird, mit Jesus für immer zu sein und auf der Welt regieren, auf eine neue Welt regieren, die völlig anders aussehen wird als die heutige und einen neuen Himmel wird es auch geben. Alles total tolle Sachen. Wow, warum besprechen wir nicht diese Themen? Das ist wirklich toll. Aber nein, da streiten sich über, wann wird die Entrückung geschehen. Die anderen Themen werden in den Schatten gestellt. Und die Geschwister werden verängstigt. Das ist auch eine Folge von solchen Diskussionen, weil dann sagen, ja, Jesus kommt im Mittel in der Tribulation oder am Ende der Tribulation und der Antichrist, der wird uns verfolgen und der wird unsere Kinder den Kopf abhauen und er wird uns quälen und so weiter und so weiter. Und dann haben wieder viele Geschwister Angst und das ist auch mein Ziel, so mit diesem Heft, das hier entgegenzuhalten und sagen, nein, das Ziel vom Buch Offenbarung ist nie Angst schaffen, sondern genau das Gegenteil, dass wir uns freuen und Frieden haben. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran zu lesen? Betty wieder, oder? Oder Wolfgang? Das vergesse ich immer. Betty, okay, Betty, lies mal bitte. Offenbar? Ja, hier, 1,4. Johannes an die 7 Gemeinden, die in Asien sind. Gnade seid mit euch und Frieden von dem, der ist und der war und der kommt und von den 7 Geistern,
die von seinem Thron sind. Offenbarung 1, Vers 4. Ja? Gnade sei mit euch und Friede. Friede sei mit euch. Auch dieses Thema soll uns erfüllen mit Friede und Freude. Das ist auch, ne, das Ziel von dieses Buch, von allen anderen auch, aber auch von diesen. Dass wir Freude haben, Freude im Glauben, Freude im Herrn, Freude in seiner Wiederkunft und nicht Angst. In dieser Richtung werde ich argumentieren. Und ja, ich habe Auslegungen von verschiedenen Auslegern gehört, die von den Mitteltribulationisten und Posttribulationisten habe ich Predigten gehört. Und so mein Eindruck ist, dass diese Mitteltribulationisten und Posttribulationisten sehr viele Argumente benutzen. Das heißt, die sagen immer, ja, man muss in diesen Vers schauen und dann logischerweise eine Folge ziehen und dann noch diesen anderen Vers betrachten und dann auch eine logische Folge ziehen und so weiter und so weiter. So ist die Art und Weise, wie diese Mittel- und Posttribulationisten argumentieren. Und die Prätribulationisten, so sehe ich das, die haben so mehr die Argumente einfach aus der Bibel. Die Bibel sagt dies und das und dass es dies und das geschehen wird. Ne? Und deswegen scheint es mir einfach plausibler. Aber bitte fängt nicht an und sage, der Rolf, der ist ein Prätribulationist und so weiter etc. Davon will ich gar nichts hören. Bitte hört auf damit. Ne? Ich will einfach hier die Bibel auslegen, welche Bibelverse über bestimmte Themen, was die sagen und so weiter etc. Und ich will hier keine Politik machen und sagen, ich bin von der Partei so und so, Partei so und so. Ne, interessiert mich nicht. Ich habe hier eine interessante Internetseite gefunden, einen Artikel in einer Internetseite gefunden vom bekannten David Hunt. Schriftsteller, ne, christlicher, und der hat hier 11 Argumente gelistet, biblische Argumente, die in dieser Richtung zeigen, dass die Entrückung vor der Trübsal geschehen muss. Er nimmt Verse, diese zwei geschehen, das heißt, die Entrückung als dieser plötzliche Moment, wo wir auf den Wolken geholt werden. Und dann gibt es dieses andere Moment, wo Jesus wiederkommt und seine Füße auf den Ölberg tretet und seine Feinde zerstört und auf Harmagedon und so weiter. Das sind zwei ganz verschiedene Momente. Das ist nicht ein Moment, weil die Posttribulationisten, die sagen, nee, Jesus kommt wieder in einem Moment. Und hier argumentiert Levi Hund, nee, das ist zwei Momente, sind zwei ganz verschiedene Momente, die dann auch getrennt sein müssen von einer Zeitspanne. Und alles diese Argumente, die zeigen in Richtung Prätribulationismus Unterschiede. Unterschiede zwischen diesen zwei Ereignissen. Unterschiede zwischen diesen zwei Ereignissen. Wir sind gleich fertig, weil das werde ich hier einfach durchlesen. Das ist ein Zitat, deswegen auch hier diese Schrägschrift. Wenn Klammern sind mit drei Pünktchen, da habe ich Sachen weggelassen, weil der Artikel sehr lang ist. Und deswegen habe ich hier nur eine verkürzte Version gemacht, Sachen weggelassen, die jetzt nicht auf unsere Lektion passen. Aber es ist total wichtig, dass wir das hier lesen. Unterschied von Entrückung und das zweite Kommen. Ne? Dieses zweite Kommen auf dem Ölberg bei Armageddon, ne? Nach den 7 Jahren. Erster Unterschied. Bei der Entrückung kehrt Jesus nicht auf die Erde zurück, sondern holt die Gläubigen zu sich hoch. Sie begegnen ihm über der Erde und er nimmt sie direkt mit sich in den Himmel. Johannes 14,3, 1. Thessalonicher 4,17. Beim zweiten Kommen dagegen kehrt Christus zur Erde zurück. Sacharja 14,4, Lukas 1,
32 und 33, Offenbarung 19, 11 bis 15. Ich lese hier absichtlich auch die Bibeladressen, weil die einfach wichtig sind, weil diese Bibeladressen, die beweisen das, die zeigen das. Beim zweiten Kommen kehrt Christus zur Erde zurück. Dieser Unterschied, Entrückung und Wiederkunft zur Erde. Zweiter Unterschied. Bei der Entrückung stehen alle Gläubigen, die bis zu diesem Zeitpunkt gestorben sind, vor den Toten auf. Von den Toten auf. Ganz wichtig, dieses Wort. Von den Toten. 1. Korinther 15, 52, 53, 1. Thessalonicher 4, 16. Im Gegensatz dazu gibt es beim zweiten Kommen keine Auferstehung, bis der Antichrist geschlagen ist. Er und der falsche Prophet, Offenbarung 19, 20, und Satan gebunden ist, Offenbarung 20, 3. Dritter Unterschied. Bei der Entrückung werden die Leiber der lebendigen Gläubigen, wie auch die der Toten, die auferstehen, verändert werden in unsterbliche Leiber. 1. Korinther 15, 51 bis 53, 1. Thessalonicher 4, 17. Dagegen kehren beim zweiten Kommen alle Heiligen mit Christus vom Himmel zurück und müssen daher bereits zur Unsterblichkeit verwandelt worden sein. Sacharja 14, 5, Offenbarung 19, 11 bis 15. Ihr merkt schon, es geht wirklich im Kern der Sache, dass die Entrückung und die zweite Wiederkunft Jesus zwei ganz verschiedene Momente sind. Der vierte Unterschied. Die Entrückung geschieht während Zeiten relativen Friedens und Wohlstands, wenn die Welt das Gericht Gottes nicht erwartet. Lukas 17, 26 bis 30. Vollständig im Gegensatz dazu ereignet sich das zweite Kommen inmitten des schlimmsten Krieges, den die Welt je gesehen hat, nach der größten Zerstörung den dieser Planet je erlitten hat oder erleiden wird. Matthäus 24, 21 und 22, Offenbarung 6, 8 bis 17, 9, 15, 16, 3 bis 21, 19, 11 bis 21. Der Unterschied, dann merken wir schon. Entrückung, Frieden. Zweiten Kommen, großer Krieg, der größte Krieg. Fünfter Unterschied. Die Entrückung ereignet sich, wenn die Welt anscheinend in Ordnung ist, nur sehr wenige die Rückkehr Christi erwarten und er sogar die Gemeinde überraschend zu sich holt. Matthäus 24, 36 und 44. Im Gegensatz dazu ist nicht einmal der Antichrist vom Eintreten des zweiten Kommens überrascht. Die vielen sichtbaren Zeichen alarmieren jeden, dass Christi Kommen unmittelbar bevorsteht. Lukas 24, 33, Offenbarung 19, 19. Ganz klar. Wenn die Trübsal anfängt mit den ganzen Kriegen und Katastrophen, dann werden die Leute wissen, Jesus kommt bald wieder. Aber bei der Entrückung, da wissen die Leute nicht, wann kommt Jesus. Wir wissen nicht. Da merken wir, das sind ganz klare Unterschiede zwischen diesen zwei Ereignissen. Unterschied Nummer 6. Die Entrückung tritt ein, wenn die Gemeinde schläft und kaum die Rückkehr des Herrn erwartet. Im Gegensatz dazu geschieht das zweite Kommen am Ende der Trübsalzeit inmitten weltweiter Verwüstung und hoffnungslosem Elend. Der Antichrist und seine Armeen greifen Israel an und ein großer Teil Jerusalem ist bereits erobert. Sacharja 14, 1 bis 2. Ihr merkt die Unterschiede zwischen den zwei Ereignissen. Der Unterschied Nummer 7. Da die Entrückung uns augenblicklich aus dieser Welt der Sünde, Schmerzen und Sorgen wegnimmt, ohne zu sterben und für immer bei Christus zu sein und ihn nie mehr bekümmern, wird sie auch die glückselige Hoffnung genannt. Titus 2, 13, 1. Johannes 3, 3. Im Gegensatz dazu kann das zweite Kommen oder eine Entrückung nach der Trübsal zu diesem Zeitpunkt
kaum eine gesegnete Hoffnung genannt werden. Ja, hier argumentiert David Hunt in dieser Richtung. Er sagt, ja, die Leute, die glauben, dass die Entrückung am Ende der Trübsal geschehen wird, ne, die übersehen dieses Detail, dass die Wiederkunft Jesu, das heißt diese baldige Wiederkunft Jesu, die Entrückung, dass Jesus, ne, uns abholen wird, das wird die glückselige Hoffnung genannt. Wir haben diese glückliche Hoffnung. Wir sagen, Halleluja, Maranatha, Jesu, komm wieder, das wird toll, das ist das Schönste, was es gibt. Ne? Aber das kann nicht das Schönste, was es gibt sein, wenn es am Ende der Trübsal ist. Ne? Krieg, Verfolgung, Tod etc. Ne? Krankheiten, Katastrophen und so weiter. Ne? Das kann man keine gesegnete Hoffnung nennen. Achter Unterschied. Die Urkirche wurde zweifellos gelehrt, die Entrückung jeden Moment zu erwarten. Lukas 12, 35 bis 36, Philipper 3, 20 bis 21, 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10, Titus 2, 13, Hebräer 9, 28. Man wacht, wartet und schaut nicht jeden Tag auf etwas, was vor dem Auftritt des Antichristen oder dem Ende der 7 Jahre Trübsalzeit nicht passieren kann. Somit muss es ein Kommen Christi geben, das jeden Moment geschehen treten kann. Habt ihr diesen Unterschied verstanden? Ne? Jesus hat gesagt, wartet jeden Moment. An jedem Moment kann ich wiederkommen. Ja, aber wenn Jesus nur wiederkommen wird nach 7 Jahre Trübsal, ne, dann ist es was anderes. Dann kann Jesus nicht jeden Moment kommen. Versteht ihr? Jesus kann jeden Moment kommen. Ja, wir haben noch nicht die Trübsal. Deswegen wird immer deutlicher, diese Argumente, die sind sehr stark, die zeigen, ne, dass das zweite Kommen völlig was anderes als das erste ist. Ne. Entschuldigung, wenn ich das schon 5-mal gesagt habe, aber nur, dass es ganz klar wird, warum ich hier in Richtung Prätribulationismus argumentiere. Unterschied Nummer 9. Die Entrückung vor der Trübsalszeit hat eine mächtige, reinige Wirkung auf die auf ihn Hoffende. 1. Johannes 2, 28, 3, 3. Die Erwartung des zweiten Kommens dagegen oder eine Entrückung nach der Trübsalzeit kann kaum eine reinige Wirkung haben, weil sie erst nach 7 Jahren eintreten kann. Matthäus 24, 48 bis 49, Lukas 12, 45 bis 46. Ne, auch hier diese Sache. Das heißt, wenn wir wüssten, dass die Entrückung am Ende der Trübsal passieren wird, dann würden wir sagen, ja, okay, kein Problem. Ne? Können wir sündigen? Können wir das Böse tun? Ja, warum? Ja, weil wenn die Trübsal dann anfängt, dann werden wir merken, oh, jetzt, in 7 Jahren kommt Jesus, da wird er uns abholen, jetzt müssen wir uns heiligen. Versteht ihr, warum er hier das sagt? Dass nur die Entrückung vor der Trübsalzeit eine reinige Wirkung haben kann. Das heißt, nur weil wir wissen, dass Jesus jeden Moment unerwartet wiederkommen kann und wird, deswegen reinigen wir uns und heiligen wir uns. Habt ihr das verstanden? Hoffentlich ja. Ne? Unterschied Nummer 10. Wir sollen unseren Herrn auch bitten, sofort zu kommen. Unsere Bibel endet so. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Offenbarung 20, 17, 17 und 20. Das zweite Kommen ist dagegen nicht so, dass wir Jesus Christus bitten könnten, es gerade jetzt zu tun, da Christus offensichtlich erst am Ende der Trübsal zum Gericht zurückkehren kann, um Israel zu retten, die Zerstörung vom Harmageddon zu stoppen und den Antichristen zusammen mit seinem Reich und seinen Armeen zu zerstören. Ne? Das heißt, wir können nicht sagen, Jesus, komm heute, komm bald. Ja, warum? Weil, ne, die Leute, die jetzt an den Post-Tribulationismus glauben, ne, die können nicht beten, Jesus, komm heute wieder. Ne? Weil sie glauben, dass Jesus nur am Ende der Trübsal kommt. Deswegen können sie das nicht machen. Deswegen legen sie auch falsch. Ne? Dieses Argument zeigt, dass diese Idee falsch ist. Das heißt, wir beten, Jesus, komm bald, komm heute, Maranatha. Ne? Genau deswegen, weil wir wissen,
dass Jesus jeden Moment kommen wird und kann. Und deswegen beten wir, komm Herr Jesus, komm heute. Und der letzte Unterschied, es gibt zumindest zwei Ereignisse, die im Himmel stattfinden. Daher muss die Gemeinde dort gegenwärtig sein und sie können nicht vor der Entrückung eintreten. Der Richterstuhl Christi und die Hochzeit des Lammes mit seiner Braut. Römer 14, 10, 2. Korinther 5, 10, Offenbarung 19, 7 bis 8. Diese beiden Ereignisse geschehen vor der Rückkehr Christi zur Erde und erfordern somit eine vorherige Entrückung. Die Braut begleitet das Lamm erst nach der Hochzeit zurück zur Erde, wo er Israel errettet und den Antichristen und seine Armeen zerstört. Offenbarung 19, 14. Auch ganz klar. Ne? Der Richterstuhl Christi, wo wird der Richterstuhl Christi denn stattfinden? Auf der Erde? Nein, im Himmel. Wo wird die Hochzeit des Lammes sein? Auf der Erde? Nein, auch im Himmel. Deswegen, das sind zwei Ereignisse, die im Himmel stattfinden. Ne? Und die geschehen vor sein Wiederkommen auf der Erde. Ne? Vor Hamagedon. Deswegen muss die Entrückung vorher stattfinden. Ich hoffe, dass diese 11 Argumente euch wirklich überzeugt haben, dass wir die Entrückung erwarten für jeden Moment. Dass in jedem Moment genau das passieren kann. Ja, die Gestorbene werden auch verstehen und nach einer Sekunde wird unser Körper verwandelt und wir werden flattern, ich sag mal so, zu den Wolken, wo Jesus uns wartet und er holt uns, das heißt, er versammelt uns und transportiert uns zum Himmel. Halleluja, Halleluja. Noch paar Details. Habt noch ein bisschen Geduld. Bildlich erklärt. Ein Bild, was die wichtigsten Ereignisse der Endzeit zusammenfasst. Ne? Da habe ich versucht, hier so kurz und bündig wie möglich das hier zusammenzufassen. Links erstes Kommen. Dann so ein Strich, ne, was repräsentiert ne, das, der Verlauf der Zeit. Gemeinde. Dann, was wird geschehen? Zweites Kommen für die Gemeinde. Entrückung. Jesus kommt für uns abzuholen, Entrückung. Dann fängt die Trübsal an und nach der Trübsal kommt Jesus mit uns, weil wir schon die Hochzeit des Lammes mit ihm gehabt haben und so weiter. Und dann kommt er mit uns, mit den Engeln auf die Erde. Und dann fängt der 1000-jähriges Reich an. Nach 1000 Jahren geschieht dann der jüngste Gericht und nach dem jüngsten Gericht die Ewigkeit. Ganz, ganz zusammengefasst. Gut, und wer wird dann entrückt? Werden wir entrückt? Okay, ne? Jeder muss sich das fragen. Aber hier haben wir fünf Punkte, die ich mich mit Bibeltexte belegt habe, um das zu zeigen. Wer wird entrückt? Die Erretteten. Punkt Nummer 2. Wer sich heiligt? Hebräer 12, 14. Wer wacht? Ne? Wachen. Das heißt, betet und wacht. Matthäus 24, 40 bis 44, 1. Thessaloniker 5, 1 bis 11. Wer wird entrückt? Die, die voll des Heiligen Geistes sind. Matthäus 25, 10. Und die treuen Diener. Matthäus 25, 23. Die werden entrückt. Das sind die Menschen, die entrückt werden. Okay, ne? Ja, die glaubenden Christen, das sind nicht fünf verschiedene Menschen, sondern das sind fünf verschiedene, ich sage mal so, Details, Aspekte des Lebens einer Person, die Jesus liebt, nachfolgt und gehorcht. Amen. Halleluja.